So, du bist im Rätselbuch der Renaissance, im Verzeichnis aller Rätsel und wir sind bei den Personenrätseln. Jetzt kommt hier etwas, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Wer ist der Mann mit der Hakennase? Und zwar ist hier ein Ausschnitt von seiner Nase. Vielleicht ist dir das schon mal irgendwie untergekommen. Wer ist der Mann mit der Hakennase? Und einen Augenblick gucken, denk mal ein bisschen nach. Und jetzt gucken wir auf die Lösung. So, das auffälligste Doppelporträt der Renaissance malte Piero della Francesca 1416 bis 1492 am Hof des Dogen von Urbino im Jahre 1465 bis 66. Während der Zeit in Urbino hat er dieses zweiseitige bemalte Diptychon, Diptychon 2, ja, angefertigt. Jedes Porträt hat eine Größe von 47 mal 33 Zentimeter. Ja, und wo hängt es? In den Uffizien in Florenz. Also wir wissen, wo dein nächster Urlaub stattfindet, wenn du das alles mal angucken möchtest. Piero della Francesca arbeitete lange Jahre im Dienst von Federigo da Montefeltro. Links ist Federigos zweite Frau. Seine erste Frau war unfruchtbar. Sie heißt Battista Sforza, die Federigo 9 Kinder gebar. Vermutlich war sie von der Geburt derart geschwächt, dass sie starb. Und dieses Porträt, das hier in Anlehnung an die Totenmaske erstellt wurde. So, und rechts siehst du den Mann mit der Hakennase. Während eines Turniers hatte Federigo da Montefeltro einen schweren Unfall, weil sein Helm offen stand. Dabei verlor er sein rechtes Auge. Und er litt einen schweren Nasenbeinbruch. Fortan durfte nur noch seine gesunde Gesichtshälfte in Gemälden gezeigt werden. Also, Federigo da Montefeltro. So, Montefeltro war ein reicher und sehr geschickter Feldherr und Kunstliebhaber. Auf der Rückseite dieses Doppelporträts sieht man ihn nicht ohne Grund in voller Rüstung auf dem Triumphwagen. Also hier habt ihr das Gemälde der beiden mit Rahmen und hier ist die Rückseite und da ist der Federigo mit Siegeslorbeerkranz in voller Rüstung, ja, auf dem Wagen. So, und hier die Frauen. Nun gucken wir, um 1450 entstand ein neuer Raumtyp. Der sollte als Studier- und Inspirationszimmer genutzt werden. Schließlich war man im Humanismus, alles wurde genauestens erforscht und die Wissenschaft und Künste hatten Hochkonjunktur. So ließ es sich Federigo da Montefeltro nicht nehmen und beauftragte einen Tischler mit der Wandtäfelung aus Intarsien arbeiten. Zur Bauzeit befand sich das Studiolo selbstverständlich im Palast des Herzogs. Heutzutage müsstest du ins Metropolitan Museum nach New York reisen, ja, falls du es mal sehen willst. So, unser Rätsel ist hier zu Ende. Ich klicke auf Stopp.